Willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Wasteland. In der letzten Folge haben wir uns eine geile Axt gemacht. Und mit dieser geilen Axt werden wir jetzt weiterhin geile Bäume fällen. Der Grund für das viele Holz, das wir brauchen, sind tatsächlich später Carpenter Blocks. Und zwar echt viele. Weswegen ich, wie gesagt, auch noch anderes Holz eigentlich gern anpflanzen würde, wie zum Beispiel Schwarzeiche, weil du das einfach viel schneller abbauen kannst. Also weil du da einfach viel mehr Holz rausbekommst. So. Und dann werden wir hier... Wir haben ja die goldene Schokobos für jeden mittlerweile. Aber wir werden jetzt hier erstmal die Akazien-Setzlinge wieder anpflanzen. Soweit. Wir haben Schafe mittlerweile und wir haben auch Hühner sollten wir haben. Und was wir als nächstes bräuchten, wären Squids. Und da hoffe ich mal, dass, wenn das gerade einer meiner Teamkollegen hört, mir sagt, wie man hier diese Squids macht. Dann könnte ich mir ein bestimmtes Buch machen und könnte mit einem Mod loslegen, den wir eigentlich alle schon kennen. Da haben wir noch ein bisschen Holz. Da liegt noch Holz. Das liegt halt teilweise echt noch oben auf den auf den Bäumen drauf. Na? Ja, das backt noch ein bisschen. So. Und hier haben wir Hühner mittlerweile. Und zwar recht viele sogar. Und da haben wir drei Eier drin schon. Sehr schön. Was wir jetzt machen ist, ich werde hier noch ein Bäumchen pflanzen. Und dann gehen wir kurz pennen. Und den Rest der Setzlinge, den packen wir in die Pflanzenkiste. Was haben wir denn dann noch so für Setzlinge? Oak Saplings, Akazie, Fern, Melon Seeds, Birch Saplings, haben wir auch noch ein paar. Pumpkin Seeds, Spruce Seeds, Melon Clipping, Potato Clipping, Carrot Clipping, Wheat Clipping. Ancient Spores, ist Ex Nihilo, okay. Sugarcane Seeds, Exotic Seeds. Ja, langsam. Und Silkworms haben wir natürlich auch noch. Aber Silkworms brauchen wir, also wir haben so viele Strings, Leute. Wir haben so viele Strings, Leute. Also. Und auch noch so viele Silkworms. Ja. Schön. Das hier nehmen wir uns jetzt einfach mal mit. Das verleiben wir uns jetzt mal ein. So, ein bisschen Glas hätten wir hier. Hier wären noch Protection Boots und ein Unbreaking Schwert. Und Lure 3. Was ist Lure? Kann mir das einer sagen? Ich bin noch nicht so ganz im englischen drin, muss ich sagen. Hier haben wir Güter unterwegs, Anweisung, Book and Quill, Slimeball, Leather, hier ist das hier drin, Tomcraft, haben wir einen Dead Bush drin und Blank Patterns. What the fuck? Blood Magic, haben wir noch ein paar Reinforced Slates, Blank Slates. Gut, Leute, dann würde ich sagen... Dann würde ich sagen, holen wir uns noch hier aus der Holzkiste so viel Holz raus, dass es für einen Stack reicht. So, dann haben wir zwei Stacks Holz. Die können wir jetzt gerecht aufteilen. Oh, sieht das leer aus, wenn hier keine Bäume mehr stehen, ne? Sieht das leer aus, wenn hier keine Bäume mehr stehen. So, die teilen wir jetzt gerecht auf diese Sticks. Dieses Holz. Und zwar einmal...
machen wir aus allem, was wir hier rausbekommen, Sticks. Einmal. Zweimal. So. Und damit haben wir 8 Stacks Sticks. So, dann machen wir mal aus allem, was wir hier rausbekommen, einfach nur Blanks. So, da wir 8 Stacks Sticks haben, können wir uns jetzt recht viele Carpenter-Blocks machen, nämlich 1, 2, 3, 4, 5 Stacks. Die werden allerdings bei weitem nicht reichen. Deswegen gehen wir jetzt wieder hin, nehmen uns wieder zweimal die Sticks, haben dann 4. Und damit können wir zumindest nochmal 2,5 Stacks Carpenter-Blocks machen. Dann machen wir es wieder so. Nehmen wir wieder die Hälfte. Zack. Dann können wir uns wieder Carpenter-Blocks machen. Nehmen wir wieder die Hälfte. Und dann können wir uns zumindest nochmal 5 Carpenter-Blocks machen. Und dann nehmen wir nochmal die... Ja, nehmen wir nochmal hier 8 Sticks. Und dann können wir uns nochmal einen Carpenter-Block machen. So. Also nochmal 5. Sehr schön. Das ist jetzt das Maximum, was wir haben rausholen können. Gut, dann würde ich sagen, wir hauen. Doch, wir haben doch bestimmt... Moment, hier haben wir unser Obsidian. Dann haben wir hier noch recht viel Cobblestone. Hier haben wir auch noch Akazie, einen ganzen Stack. Und noch ein paar Sticks. Gut, dann müssen wir mal fix... Oh, die ersten Bäume sind wieder nachgewachsen, das ist schön. Dann müssen wir mal fix runter an unsere Kramkiste. So. Ab nach unten an die Kramkiste. So, an eine unserer Kramkisten. Da haben wir nämlich auch noch Obsidian drin. Und haben auch noch Kohle drin. So, und dann nehmen wir auch hier noch die Kohle mit und das Obsidian. Das Obsidian wird halt nicht reichen, bei weitem nicht. Aber es wird seinen Zweck erstmal erfüllen. Dann benötigen wir noch den Shizzle, die Dizzle, Manizzle. Unseren Unbreaking-Bogen brauchen wir nicht. Ein Iron Spade brauchen wir auch nicht. Aber wir können Iron Ore mal einschmelzen und... Ja, hier haben wir doch auch noch Iron Ore irgendwo hier. Das können wir mal einschmelzen. Und dann gehen wir mal kurz an unseren Rucksack. Da haben wir auch noch Sticks drin. Dann gehen wir mal kurz an unseren Rucksack und packen da mal kurz die Carpenter-Blocks rein. Damit wir den Kobbel mitnehmen können. 1, 2, 3, 4. Ja, so viel Kobbel wie möglich, bitte. So. Und wie lange geht die Folge noch? 12 Minuten. Ich muss es gerade mal ein bisschen lauter sagen. 12 Minuten geht die Folge noch. Wir müssen kurz wieder hier rein. Dann schnappen wir uns eine Werkbank. Ich denke mal, dass wir hier irgendwo... Ach ja, genau, hier haben wir noch Iron Ore. Und da haben wir doch bestimmt auch noch irgendwo Iron Ore. Oder hier? Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Gut, wir wollten ja das Iron Ore noch einschemelsen. Einschemelsen wollten wir das. Und wir werden uns allein für Alumit und für so einen Schissel unsere ganzen, uns eine eigene Smeltery noch da unten bauen. Definitiv. Aber nur eine kleine. Nur eine kleine. Aber nur für Alumit. Nur damit, ne, und wenn Alumit übrig ist, können wir das gerne für die Allgemeinheit hier, ne, unterbringen. Aber erstmal wollen wir hier das Iron Ore einschmelzen. Naja, Iron Ore, Iron Ore, Iron Ore, Iron Ore, Iron Ore. You're gonna hear me roar.
So. Dann nehmen wir die hier einfach mal mit nach unten, weil ich nicht weiß, ob wir da unten eine stehen haben. Einfach, weil es einfacher ist, hier unten direkt eine Workbench stehen zu haben. So, dann schnappen wir uns diese Werkbank. Werden uns mal direkt 8 Öfen craften, nur damit es ein bisschen schneller geht, ne? Und die bauen wir jetzt mal so hier auf. So, zack, zack. Und dann hauen wir hier mal den ganzen Kobbelschissel rein. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und ich mache das ja gerne so. Wir brauchen ja 8 Kohle, um einen Stack von irgendwas zu brennen. Zack, 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 zack. Und schon verschwenden wir keine Kohle. Und bald werde ich mir auch noch hier unten so einen automatischen Ofen machen, wo ich in die Seite Kohle reinpacke, oben dann den Stein, den ich brauche. Und. Der Stein muss jetzt allerdings erstmal brennen. Was tun wir in der Zeit, in der der Stein brennt? Ganz einfach. Wir schnappen uns unseren Schissel und schauen mal, was wir Schönes aus Obsidian machen können. Und ich weiß, dass es hier irgendwie diese ganz tollen Blöcke gab. Waren das diese Organic Looking Obsidian Growth? Die fand ich ganz... Nee, das waren die nicht. Das waren die nicht. Das waren die... Gut, dass ich Obsidian so schnell abbauen kann. Hier gab es ganz schicke Obsidiansteine. Aber ich glaube sogar, das waren diese fancy Obsidian Bricks, ne? Ja, das waren die. Und damit werden wir jetzt erstmal hier unten die untere Reihe verunteren. So. Das wird nicht reichen. Definitiv nicht. Deswegen wird definitiv auch noch ein bisschen Obsidian farmen müssen. Nämlich genau... Pass auf. Genau 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Obsidian müssen wir noch farmen. Gehen wir nämlich jetzt hin. Und tun das fix. Während unsere Steine hier unten schön vor sich hin brennen, ne? Ganz klar. Dann gehen wir nämlich mal wieder runter in unsere Strip Mining Base. Und wir wissen ja, dass wir da unten eine recht große Obsidianader haben. Und wir wissen ja, dass wir leider Gottes auf unserem Hammer nur den Mining Level Redstone haben. Aber unsere Mining XP... wird gleich sowieso erhöht. So, wir kriegen den Mining Level dazu und haben jetzt den Mining Level Obsidian. Das passt doch ganz gut. So, ab nach unten. So, und einmal durchrennen. So, und einmal durchrennen. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass dieser Part noch 7 Minuten dauert. So. Ich habe nebenbei Discord offen und ich wurde angeschrieben. Und das Problem ist, wenn ich hier aufnehme, ist hier der Durchgangsverkehr verboten. Liebe Freunde, verboten ist dieser Durchgangsverkehr. Und deswegen muss ich das jetzt mal kurz laut sagen, weil es eine Person gibt, die gerade mal dringend aufs Klo muss, ich sie jetzt aber gerade nicht lasse. So. Aber 6 Minuten sind natürlich nicht mehr viel Zeit. Okay, dann, Leute, wird an dieser Stelle mal kurz der Part gemutet. Und an der Stelle muss ich sagen, wir haben uns verlaufen. Stimmt, wir haben ja jetzt... wir sind ja einen anderen Weg gegangen, ne? An der Stelle hatte ich den Part kurz gemutet, vielleicht auch mal kurz ein bisschen vorgespult, damit wir... nicht so viel... Oh Gott, ich darf jetzt nicht so rennen. Ich hab, glaube ich, auch nichts mehr zu essen dabei, ne? Nee, das ist doof. Wir wollen uns noch ein bisschen Obsidian holen. Das können wir mit dem Hammer eigentlich ganz gut. Wir gehen jetzt nochmal zurück. So, wir gehen jetzt nochmal zurück und wir hatten doch hier irgendwo Obsidian. Moment, hier haben wir Lava. Haben wir einen Wassereimer dabei? Natürlich nicht. Gut, dann laggt es hier mal kurz und wir können wieder nach oben gehen.
Gut, dann gehen wir nochmal nach oben. Wobei, doch, wir gehen nochmal nach oben, weil ich muss mir jetzt Essen holen. Und ich glaube, ich packe hier irgendwann einfach mal random Trabben hin. Trabben. Damit wir hier schneller runterkommen. Ba, ba, ba. Ba, da, di, da, da, da. Da. Da, da, di, ba, da, da. Da. Da, da, di, da, da, da. Hier machen wir mal zu, dass hier nichts reinkommt. So. Dem Raum hier unten kann man doch bestimmt auch noch irgendwas machen. Also irgendwas lässt sich hier bestimmt bauen. So. Essen. Dann nehmen wir uns jetzt einfach hier das Monster Shaki mit. Ohne das Schwert aufzuhängen. Ohne das Schwert aufzuhängen, immer noch. So, dann nehmen wir uns das Monster Sharky hier unten rein. So. So. Und ich höre ganz viele Monster. Ich höre ganz viele Monster. Das ist nicht so schön. Ab nach unten. Auf nach unten. Aufi, aufi. Lalalala. So. Huch. So. Halt, 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 halt. Dann gehen wir nämlich. Geradeaus war das, ne? Ja gut. Das wollen wir dann eher nicht hier, ne? Dann war das in die Richtung. Dann hoffen wir mal, dass hier nicht noch böse Überraschung auf uns wartet. Mach ich mal kurz zu. Haben wir noch Fackeln dabei? Ja, ne? Ja, haben wir, ja. Ja, ja, haben wir, ja. So. Gut. Dann müssen wir mal gucken, wo hier eins nice Obsidianhöhle von Obsidianigkeit her war. Die war nämlich hier. Und jetzt können wir hingehen und können das Ganze mit dem Hämmerchen abbauen. Das Problem ist, wir müssen jetzt halt aufpassen. Da ist halt Lava drunter, ne? Ja, gut, das verbrennt zu schnell. Haben wir hier irgendwo Eisen? Haben wir irgendwo Eisen? Da haben wir Eisen. Eins, zwei. Das ist Nickel. Scheiße. Können wir uns auch einen Nickeleimer machen? Können wir uns auch einen Nickeleimer machen? Das ist jetzt die Frage. Oder wir nehmen einfach das Eisen hier hinten. Eins, zwei, drei. So. Drei Eisen. Ja gut, dann müssen wir leider Gottes ein Akazien Dings wegnehmen. Ach, hier wäre auch noch Eisen gewesen. Na denn. Dann craften wir uns mal schnell einen Oven. Kein Compressed Dingens hier, sondern einen Oven. Stellen den hier auf. Und werden die drei Eisen mal kurz brennen, renown. Und dann haben wir einen Eimer, aber kein Wasser. Heißt, Foxy hat nicht mitgedacht. Heißt, wir müssen doch nochmal zurück. Ach Leute, ja gut, dann machen wir hier mal wieder einen kleinen Fast Forward rein. Und unsere heutige Aufnahmezeit ist aufgebraucht. Das Problem ist, ich glaube, ich habe mich hier an einer Stelle kurz verlaufen.
Muss nämlich hier hoch, oder? Nee. Hä? Hier muss ich hoch. Ah. Gut, dann merken wir uns mal links. Und ja, hier nochmal ein kleiner Fast Forward. Und beenden hier an dieser Stelle den Part. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Minecraft Wasteland. Bis dahin und ciao. Wir müssen noch vom Server runter. So.